So Leute, ich bin unterwegs Richtung Rathaus. Da hat einer mich schon gefragt, hier soll was offen sein und hier sollen noch Akten sein. Alles DDR-Zeit. Die Bauten stammen zum Teil aus dem 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, sagte er mir. Ich sag, man muss sich immer mit den Einheimischen unterhalten. Dann kriegt man hier auf jeden Fall die besten Informationen. Und die meisten sind ziemlich freundlich, wenn man freundlich fragt. So, da ist der hohe Turm mit der Uhr drauf. Boah, ist das urig hier. Leute. Ist das hier urig. So. Willkommen auf der Müllkippe. Jo. Was noch Material? 1976, November 76. Währungsfaktura. Das ist alles aus DDR-Zeiten hier noch. VEB. Gas- und Heizgerätewerk Mägdesprung. Jo. Da liegt ja noch einiges drin hier. Keine Ahnung, was das ist. Kommunikationstechnik, Telefon. Irgendwas aus Draht. So. Ist das ein Kabuff hier. Mit groben Holztischen. Wie aus einer alten Werkstatt hier. Uiuiui. Alles ganz grob. Gezimmert. Teilweise noch mit Lehm drüber gehauen. Kann man hier sehen als Lehm, als Verkleidung, als Putz. Ich bin mal im Gebäude drin. Das ist so ganz schön riskant hier alles, Leute. Mit Schmiererei natürlich auch. Oh je. Ein altes Verwaltungsgebäude. Aus DDR-Zeiten. Aber wie ihr seht, hier hat der Zahn der Zeit ganz schön genagt schon. Wahrscheinlich der Heizungsraum hier. Jo. Das ist der Heizungsraum. Also ein Heizkörperchen hier. Von Anno dazu mal. Ganz oldschool. Und überall liegen hier Akten am Boden. Aber die wühle ich jetzt auch nicht durch. Alles irgendwelches Aktenzeug vollgepackt. Jede Menge. Oh Gott, ihr guckt euch das an. Guckt euch die Aktenordner hier an. 1983, 83. Lieferantenrechnung. Deutsche Finanzwirtschaft. Alles DDR-Zeug. 1976, 76, Industrie- und Handelsbank, 1969, ganz alte Sachen. Ja Leute, hier steht die Geschichte der DDR noch. Ja Leute, hier kommt man sich vor, als wenn hier noch der Genosse Honecker oder Modrow, wie es alle hieß, noch um die Ecke kommen. Hier ist wirklich noch die DDR, also die gesamten Aktenbestände als VEB, irgendwas schießt mich tot. Hat man alles liegen lassen. Keiner hat es mehr gebraucht, wofür es einmal war. Ja, wertloses Zeug, heute Papier. Ich werde mir auch bestimmt hier kein Papier mitnehmen. Sonst nehme ich schon mal gerne so ein Andenken mit hier von irgendeiner Quittung. Aber diesen Plunder kann man ja nicht gebrauchen hier. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ah, ein Büro. Schön, schön. Schreibtisch. Wahrscheinlich von irgendeinem höheren Tier hier. Akten, 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 Akten. Mein Gott, sind hier Akten am Boden. Und das sind Batterien, Leute, hier, die hier stehen. Das sind Säurezellen. Da unten auch irgendwelche Notstromgeschichten waren das wahrscheinlich. Ja, irgendwelche Akkumulatoren. Kann man sehen, hier sind Säureplatten. Hier für Befüllung mit Säure. Und hier ist die Kommunikationszentrale, die ausgeschlachtet ist. Sieht man noch die Relaiskämme. Hier war wahrscheinlich der Telefonverteiler, kann ich aber nicht rein, ist gebrannt. Und
Hier war ein altes Fax. Aber hier ist auch noch Schrott. Ja. Da ist schon, kann man sehen, einiges runtergekommen hier oben. Da sollte man tunlichst nicht mehr in die nächste Etage gehen. Wie gesagt, Leute, die Begehung der ersten Etage lasse ich mal sein, wenn ihr hier hochschaut. Weil ihr könnt in die erste Etage reinschauen. Die liegt zum Teil auch jetzt hier unten. Und darum werde ich die Treppe hinter mir auch nicht hochsteigen. Nein. Das fassen wir lieber alles mal gar nicht mehr an. Für manche wäre das hier schon ein bisschen zu viel, aber noch geht's. Weil hier geht nämlich die Treppe hoch. Aber da frage ich mich, das sieht auch alles schon ein bisschen krumm und schief hier aus. Ja. Nee, keine Experimente. Guck mal lieber, was hier unten noch ist. Aha. So eine Art Kunden, Warteraum, Schalter. Nee, das ist der Tresor von irgendwelchen Akten. Das scheinen wohl auch irgendwelche Kundenräume gewesen zu sein. Oh, die Heizkörper, Leute. Die Heizkörper. Das ist ja allerliebste Nostalgie, dieses Ding hier. Meine Fresse. Und irgendwelche Formulare. Was haben wir denn hier noch? Ah. Oh, wunderschöne Tapete mit Blümchen. Oh. Sieht auch aus wie so eine Verwaltungsstube. Mit grünen Gardinen. Oh, was denn noch? Und das war wahrscheinlich hier auch so eine Art eingebauter Wandtresor. Vermutlich. Und noch mehr Akten und noch mehr Akten und Papiere. Ja, aber eine Verwaltung, ne? Ah ja. Da fühlt man sich ja glatt wie wieder zu besten Zeiten des Ostblocks. Auch in der Amtsstube hier. Aktenschränke, Aktenschränke, Aktenschränke. Sicherungen. Boah, Leute. Ich würde sagen, ich beende meinen Rundgang hier unten mal, weil es ist mir ein bisschen zu heikel hier. Ich möchte mich nicht unter dem ganzen Plunder hier begraben lassen. So, ich glaube, da hinten ging es irgendwo raus. Da müsste ich mal gucken, wo ich hier rauskomme. So, Leute, ich bin gerade wieder draußen. Das ist schon wieder die Schmerzgrenze, die ich noch soeben verantworten kann. Aber geht es noch ein bisschen weiter. Hier ist noch mehr. Vor allem Müll liegt hier eine Menge rum. So, hier sind noch so ein paar Häuschen, die ich noch nicht in Augenschein genommen habe. Ha, sind aber zu, sehe ich gerade, schade. So, ab durch die grüne Hölle. Ich schätze mal, dass wir auch noch, ah ja, ein Möbellager. Mit auch noch Akten. Schauen wir uns das mal an. Ist ein bisschen, oh, hier unter mir ist ein riesiges Loch, Leute. Ja, lieber nicht, da möchte ich nicht reinfahren. Aktenschränke, Aktenschränke. Leute, hier liegen Akten auf dem Boden, das glaubt ihr gar nicht. Plunder, Schränke. Stühle, Akten, Akten, Akten. Und alles Ruhe, ein Fass. So, und hier haben wir noch eine Garage und einen ordentlichen Spiegel. Aber hier liegt auch nichts mehr drin, was sich lohnt zu erwähnen. Auch noch Müll. Das ganze Gelände ist ziemlich durchwachsen, wie ihr seht. Aber in manche Hütten kommt man eben auch nicht mehr rein. Die sind mir zu baufällig. Lass mal lieber sein. Ja, Leute, ich bin fertig heute mit meinem Rundgang, Verwaltungsgebäude. Und ich würde sagen, für heute ist genug. Es ist schwül warm, 33 Grad immer fast. Ich schwitze mir wirklich einen ab und die Buden sind, wie ihr seht, auch ziemlich baufällig. Leute, ich würde sagen, dass wir mal geile Hartz für heute, auch nette Unterhaltung gehabt. Einen ganz lieben Gruß, ja, geht an die Katrin. Die mich auch gut gehalten hat per WhatsApp. Ich grüße die auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ja, bis dann, euer Katerkrieger.